Hallo zu unserem nächsten Slot, der, glaube ich, thematisch gerade so auch eins der heißesten Themen, die wir in der Podcast-Welt verhandeln, überhaupt aufgreift, nämlich Spracherkennung. Es wurde schon ein, zwei Mal gesagt heute, Audio hat einfach das Problem, dass wir nach wie vor durch Google ausgesprochen schlecht indexiert sind, bis gar nicht. Und Audiotranskription kann davon natürlich eine Möglichkeit sein. Und da begrüßen wir jetzt ebenfalls zwei altbekannte Recken der Subscribe hier auf dem Podium. Ihr dürft auch gerne schon mal hinaufschreiten. Nämlich Georg und Ben von Auphonic und Podigy. Und ihr werdet euch genau diesem Thema widmen. Wir sind gespannt. Vielen Dank. Ja, hallo. Danke für die Einführung. Ich bin Georg Holzmann von Auphonic. Wir sind aus Graz, eine kleine Firma, Graz, Österreich. Und Ben, der wird dann die zweite Hälfte des Vortrags machen, aus Berlin angereist, aus dem hohen Norden. Und ja, wir werden heute mal über Spracherkennung reden, einerseits wie das technisch funktioniert und andererseits auch, wie man das dann darstellen kann, also für die Hörer, für die Podcast-Betreibenden. Ja, die erste Folie haben wir schon abgehandelt. Weil wir da jetzt in einer neuer Location sozusagen sind und mit vielen neuen Leuten, werde in einer Folie noch einmal kurz Auphonic vorstellen. Keine Angst, geht ganz kurz. Also was machen wir bei Auphonic? Wir entwickeln sozusagen Machine Learning, Signalverarbeitungsalgorithmen und mit Hilfe von Webtechnologien und sonstigen Technologien versuchen wir eben die Audioproduktion zu vereinfachen. Was sind da Konzepte dabei? Also, dass so wenig Parameter wie möglich zum Einstellen sind. Also allen verschiedenen Audioeffekte, was man so anwenden kann, diese versuchen wir eben zu automatisieren. Das heißt, wir klassifizieren halt das Signal in verschiedene Bereiche und je nach Analyse werden dann eben diese Parameter immer automatisch gesetzt und auch adaptiv natürlich, also während dem Audiomaterial. Das soll natürlich dazu führen, hauptsächlich, dass das System einfach verwendbar ist, also dass es eben auch nicht Experten verwenden können, die nicht viel Zeit haben oder nicht viel wissen in der Audiobearbeitung. Und natürlich, dass man große Audioarchive damit bearbeiten kann, wo einfach eine händische Nachbearbeitung viel zu aufwendig ist. Und natürlich wäre es nicht schlecht, wenn das Audio nie schlechter wird, als es vorher ist. Und das versuchen wir dadurch zu machen, dass eben bestimmte Parametereinstellungen vom User gar nicht zugelassen werden, sozusagen. Und unser System ist eben ein lernendes System, das heißt, wir lernen immer von den Audiodaten auf unseren Server dazu und diese werden wieder benutzt, um unsere Modelle zu trainieren und so weiter. Hier sieht man auch so einen schönen Überblick, also wenn so ein Audio zu uns kommt, wird es eben analysiert und in verschiedene Segmente aufgeteilt. Danach gibt es verschiedene Bearbeitungsschritte, die auf den Segmenten basieren. Zum Schluss wird es natürlich wieder zusammengesetzt und dann kann man noch verschiedene Formate erstellen und es nach YouTube schicken, nach SoundCloud, was es sonst noch so alles gibt an neuen Services. Und das war jetzt einmal die kurze Vorstellung und jetzt komme ich mal zur Spracherkennung. Speziell jetzt für Podcasts in dem Fall und für Rundfunk, was jetzt als ähnlich, also für Sprachbeiträge. Warum Spracherkennung? Das ist sicher jedem klar. Es geht natürlich um Suche. Also man will in Archiven suchen können, man will bestimmte Zitate wiederfinden können in einem Podcast, wenn Ihnen das einmal einfällt. Wo war das? Oder natürlich auch, um gewisse Textstellen besser zu teilen, scheren zu können. Und natürlich Suchmaschinen, also dass Suchmaschinen eben auch besser finden können, was und was wo vor allem gesprochen wird. Und da gibt es natürlich noch viel mehr Anwendungsfälle. Im Podcast heißt es natürlich, was würde ein Podcast gerne haben? Also es wäre natürlich super, wenn man innerhalb in einer Podcast-Episode suchen könnte, ganz einfach im Webplayer oder wo auch immer. Beziehungsweise der nächste Schritt wäre, dass man innerhalb einer Podcast-Episode, also einem einzelnen Teil, der zweite Schritt wäre sozusagen, dass man innerhalb eines gesamten Podcasts, also innerhalb von allen einzelnen Episoden suchen kann und finden kann, was wo passiert ist. Und dann das größte Konzept darüber wäre natürlich so eine riesige Podcast-Suchmaschine, wie es Feed zum Beispiel versucht zu machen vom Christian, der das morgen vorstellen wird. Da gibt es auch so ein amerikanisches Projekt, das nennt sich Pop-Up Archive. Die haben auch schon Ansätze in diese Richtung, halt nur mit englischsprachigem Content, aber auch schon ganz gut. Beziehungsweise Tim hat so eine ähnliche Idee auch schon mal vorgestellt und die Matrix genannt. Also das alles geht in diese Richtung.
So, warum schon wieder Spracherkennung? Also wir hören das ja schon seit vielen Jahren an, Spracherkennung kommt gleich und geht gleich gut. In Rundfunk ist es ja schon öfters und längers eingesetzt worden. Es sind halt meist sehr teure Systeme gewesen und die halt Unterstützung meist nur für wenige Sprachen gehabt haben und auch mittelmäßige Resultate geliefert haben. Aber in den letzten Jahren hat es eben einen ziemlich großen technologischen Sprung gegeben. Einerseits, weil es viel mehr Daten gibt und auch, weil neue Algorithmen entwickelt worden sind, ganz neue Ansätze. Und vor allem, weil die großen Internetgiganten eingestiegen sind in dieses Geschäft, allen voran natürlich Google, IBM, Microsoft, Facebook und so weiter, haben alle ihre eigenen Systeme. Und ein Problem für so kleine Firmen ist natürlich immer, dass diese Spracherkennungssysteme einen ziemlich großen Personalaufwand haben. Vor allem, wenn man das in vielen Sprachen halt umsetzen will und weil man eben die ganzen Daten immer händisch aufbereiten muss und die ganzen Trainingsdaten erzeugen muss. Und damit einhergehend ist natürlich auch eine große Kostenreduktion gekommen. Also mittlerweile gibt es echt bezahlbare Dienste, was vor ein paar Jahren noch nicht so möglich war. Da zum Beispiel Dragon, dieses System kennen sich auch viele. Wenn man das irgendwie anmieten wollte, hat man mal ein paar tausend Euro müssen zahlen, nur damit man es probieren kann. Also weitere große Kosten in mehreren 10.000 Euro, nur für, damit es auf einem Server läuft. Okay, was gibt's jetzt für Systeme? Einerseits, wie schon angesprochen, gibt es von Google so ein System. Das nennt sich Google Cloud Speech API, also Schnittstelle. Das ist im Moment noch in Beta, ist für mehr als 80 Sprachen verfügbar. Ist auch einigermaßen günstig, also 60 Minuten pro Monat sind frei. Danach kostet es so um die 1,3 Euro pro Stunde. Und das liefert sehr gute Qualität. Und ein gutes Feature von diesem System ist auch, dass man dem Keywords mitgeben kann. Also bestimmte Wörter, die nicht... Diese wären dann bei der Erkennung ganz einfach wahrscheinlicher, zum Beispiel wie Namen, die er sonst nicht erkennen würde, weil sie im Eigennamen sind, das er nicht kennt. Das kann man dem halt einfach als Metadaten mitgeben und danach funktioniert auch die Erkennung von solchen Out-of-Vocabulary-Words, wie man das nennt, funktioniert auch ganz gut. Dann gibt es noch ein System, was wir im Moment offiziell eingebaut haben, also für unsere User. Das nennt sich VidAI. VidAI ist... So eine kleine Firma, die von Facebook gekauft worden ist, soweit ich weiß. Das ist mehr so eine Natural Language Processing Plattform. Das heißt, da kann man dann so Bots konfigurieren, dass für gewisse Anfragen gewisse Antworten automatisch kommen. Und die liefern eben auch diese Spracherkennungs-Rohdaten aus. Sie unterstützen auch ziemlich viel Sprachen. Und der große Vorteil von dem System ist, dass es einfach kostenfrei zu verwenden ist. Man muss aber dazu sagen, dass die von der Qualität her ist es dem Google-System schon um einiges unterlegen, also vor allem in Englisch. In Deutsch sind die Ergebnisse teilweise noch ziemlich ähnlich. Dann gibt es noch andere Systeme, die ich jetzt nur zur Vollständigkeit halber aufführe, die bei uns zwar integriert sind, aber noch nicht für die generellen User freigeschalten. Es gibt von IBM so ein System, das ziemlich gut ist. Das nennt sich IBM Watson Speech to Text, auch in einigen Sprachen, Deutsch leider nicht. Ist auch ganz gut. Hat aber im Vergleich zu den anderen zwei Systemen keinen Vorteil, deswegen haben wir es noch nicht nach außen freigeschalten. Microsoft hat auch ein eigenes System, auch mit Deutsch, auch einigermaßen günstig. Die Qualität aber, zumindest im letzten Monat, wo wir das getestet haben, war doch um einiges geringer als vom Google-System zum Beispiel. Aber das ändert sich natürlich auch ständig. Dann Speechmatics ist eine kleinere engländische Firma. Sie haben auch viele Sprachen, vor allem europäische Sprachen, integriert. Sie haben wirklich eine sehr gute Qualität, auch mit Satzzeichen und so weiter. Der einzige Nachteil von dem System ist, dass es doch deutlich teurer ist als andere Systeme. Gut, was passiert jetzt in Afonik sozusagen mit diesen Systemen? Das Problem ist, dass diese Systeme meistens nur, also denen schickt man so ein kleines Audioschnipsel hin, und dann bekommt man den Text zurück und das war's. Also da weiß man nicht, wann, wo was gesprochen worden ist. Oder es kann auch keine großen Snippets, also das ist halt meistens für so kleine Audio-Snippets gedacht, wie man es halt im Handy reinspricht, zum Beispiel, wenn man jetzt Siri was fragt. Das heißt, was müssen wir da machen, damit das für Podcasts zum Beispiel funktioniert? Wir müssen dieses Audio-File segmentieren anhand von unseren Klassifikationsergebnissen, das heißt, wo Sprecherwechsel sind oder wo jetzt Musik und Sprecher wechseln, beziehungsweise wo größere Sprachpausen sind, weil dort natürlich die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass neue Sätze oder neue Teilsätze beginnen.
Und diese Resultate, also diese kleinen Snippets schicken wir dann eben zu diesen Systemen, die Spracherkennung machen, bekommen das zurück, versetzen das eben mit Zeitstempel, dass sie in die Zeitlinie eingesetzt werden können und machen dann noch Satzzeichen dazu, also ein ziemlich einfaches System anhand von Sprachpausen und Sprecherwechsel und bieten das eben in mehreren Ausgabenformate an, also einerseits für Menschen, dass man es sozusagen lesen kann. Das ist in HTML und Textform, dann für Maschinen, also JSON-XML-Format und noch so Untertitelformate, was man von Videos kennt. Das Ganze ist natürlich besonders interessant also wir unterstützen auch so eine Multitrack-Verarbeitung, wo man die verschiedenen Spuren der einzelnen Sprecher extra zu uns anliefert. Das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man dann die einzelnen Spuren für den einzelnen Sprecher, wirklich die Segmente von dem einen Mikrofon von dem Sprecher extra schicken kann. Dadurch ist die Audioqualität natürlich besser und es funktioniert, also es liefert bessere Ergebnisse. Und die Zuordnung der einzelnen Sprecher ist ja natürlich perfekt möglich, weil man genau weiß, wann wer spricht. So, jetzt, damit wir nicht so lange da herumreden, gibt es zwei Beispiele. Einmal ein deutsches und einmal ein englisches. Jetzt muss ich da wechseln. Also, das ist zum Beispiel, weil wir da beim öffentlich-rechtlichen Sender sind, habe ich gedacht, ich nehme mal die Deutschlandfunk-Nachrichten. Und man muss sagen, bei so Nachrichtensendungen funktioniert das natürlich extrem gut, weil die sehr diszipliniert und schön sprechen. Und weil natürlich nur ein Sprecher in dieser Nachrichtenansage ist und dadurch gibt es nicht so ein großes Durcheinander. Jetzt hören wir da kurz mal rein. Deutschlandfunk. Man sieht da oben den Text immer mit. 15 Uhr, die Nachrichten. Die Europäische Union und Monaco wollen gemeinsam gegen die Steuerflucht vorgehen. Die EU-Finanzminister billigten ein Abkommen mit dem Fürstentum, das einen automatischen Austausch von Kontodaten privater an mit Putin zu treffen, sagte Hollande in Straßburg. Also man sieht schon, das funktioniert für so Nachrichtensendungen wirklich extrem gut. Also da kriegt man dann, bekommt man auch so ein Transkript, wo das eben alles schön gegliedert ist. Anhand der Zeit und auch anhand den Kapitelmarken, die man da eingibt. Und alles ist super und schön. Dann schauen wir mal weiter zu einem komplexeren Beispiel. Also das ist jetzt ein englisches Beispiel. Ja, wie kann man da, bin dem Mac da nicht gewohnt. Also das ist jetzt ein Multitrack-Beispiel mit drei Sprechern von einem englischen Podcast. Die reden da über eine Fernsehserie. Und da sieht man schon, dass wenn sie halt dann alle reinschreien, alle gleichzeitig und zum Lachen anfangen, dann wird es natürlich schon komplexer. You can't fix me. I'm unbreakable. Am Anfang ist halt einmal Musik. Hey, you're listening to TVI on Marvel, a Marvel TV podcast. Und da merkt man es, also bei Multitrack gibt es auch wirklich die Annotation der einzelnen Sprecher. Also in dem Fall ist es jetzt Mike Moody. Cast, and we are your heroes for hire. My name is Mike, with me today is Nate Bliss. Hello. And Martin Thomas. Hi there. Okay, so today we're diving into the premiere of Marvel's Luke Cage on Netflix. But first, let's take a sec to talk about what we're doing with this podcast now over the next several episodes, because we're kind of transitioning. Some of you listening may have been listeners. As you probably noticed, we've rebranded. We're TVI on Marvel now. Like Steve Rogers sipping on that super serum, you know? Mm-hmm. Did he sip on it? He sipped on it. I always thought it was more injected into it. Jetzt ist natürlich schon schwieriger, weil alle durcheinander lachen und durcheinander schreien. Or even, so, though it's a giant test tube. Aber naja, solange sie sehr diszipliniert sprechen, funktioniert es einigermaßen gut. Das heißt, um dann gleich zum Ben weiterzukommen, also Tipps, was man tun kann, damit die Spracherkennung besser funktioniert. Einerseits Audioqualität, also je weniger Störgeräusche, je weniger Hall, desto besser. Wenn man jetzt nur 60 Kilobit MP3 hat, wird es natürlich nicht so gut funktionieren. Schön sprechen, also wenn ihr da im Dialekt herredet, ist natürlich nicht so lässig. Wenn man schön und deutlich spricht, ist es super. Nicht durcheinander sprechen für eine bessere Diskussionskultur.
Und zusätzlich Metadaten sind auch eine große Hilfe, weil man diesen Metadaten eben mitschicken kann. Und diese Metadaten werden dann auch vom Spracherkennungssystem verwendet, um die Ergebnisse sozusagen, die Wahrscheinlichkeiten für diese Wörter zu erhöhen. Das war es jetzt auch schon von mir. Unser System ist noch in Beta. Also wer unser System testen will, nimmt einfach da jetzt einen Beta-Code, wenn er schnell ist, oder sonst kommt er einfach danach zu mir. Und jetzt übergebe ich an den Ben. Genau, ich bin Ben, Teil 2 dieser deutsch-österreichischen Integrationskooperation. Mein Projekt ist Polygy, das mache ich zusammen mit meinem Kollegen Matti. Angefangen haben wir damit 2013, online sind wir damit 2014 und konkret machen wir Podcast-Hosting. Haben auch einige Podcasts, die bereits über uns veröffentlichen, dabei sind ja die komplette Bandbreite vom Nerd-Podcast über den Mama-Podcast, Gaming, Fußball natürlich stricken. Und wir sind angetreten mit dem Ziel, einerseits für Anfänger das Podcasten zu vereinfachen und auf der anderen Seite aber auch im gleichen Zug für Profis das Ganze effizienter zu machen. Ich habe gestern in der Vorstellungsrunde relativ häufig den Begriff Technikhürde gehört und das ist das, was wir so hören, immer der größte Grund, warum die Leute entweder nicht anfangen mit dem Podcasten oder wieder aufhören oder ja. Ist auf jeden Fall ein großer Hinderungsgrund und ja, unser hehres Ziel ist, diese Hürde einfach ja nicht nur zu verringern, sondern abzuschaffen. Ich werde jetzt kurz nochmal ein bisschen was zum Projekt sagen. Und zwar haben wir, um dieses Ziel zu erreichen, eine Podcasting-Komplettlösung gebaut. Die besteht aus vielen verschiedenen Komponenten, unter anderem einem CDN, einem einbettbaren Webplayer, den wir später auch nochmal sehen werden, einem extrem potenten Statistiksystem. Außerdem benutzen wir, seit wir angefangen haben, Auphonic für die Audioverarbeitung, was uns natürlich bei der Transkriptgeschichte extrem entgegengespielt hat. Ja, und den Rest könnt ihr euch selbst durchlesen. Kurz noch, was wir Neues gemacht haben, um dann zu den Transkripten hinzuleiten, sozusagen seit der letzten Subscribe, ist einerseits, dass wir unser Statistiksystem nochmal extremes Update verpasst haben. Da ist viel Feintuning an der Erkennung und auch an der Vorauswertung, bevor der Nutzer das in die Hände bekommt. Wir können jetzt Download-Kontexte zuordnen, sprich ich kann sehen, wie viele Downloads aus dem Feed stattgefunden haben, wie viele aus dem Webplayer zum Beispiel. Und ganz wichtig, das war so ein Thema, an dem wir uns sehr lange abgearbeitet haben, ist die Erkennung von Streaming-Downloads, sprich wenn jemand im Webplayer die ganze Zeit hin und her skippt, dann ist es in den meisten Statistiksystemen, sind es dann pro Skip ein Download. Und wir haben es jetzt, glaube ich, ganz gut geschafft, diese Geschichten zusammenzufassen, so dass wenn jemand in so einer Audiodatei hin und her springt, das auch tatsächlich nur als einen Download gezählt wird. Da kommen aber auch noch Erweiterungen, dass man da so ein bisschen selbst einstellen kann, wofür einen da die Hürde, also der Threshold liegt, wie viel Prozent zählen als komplett gehört und wie viel nicht. Weiterhin haben wir uns beschäftigt mit einem sogenannten Mix-and-Match-Prinzip. Wir haben viele verschiedene Komponenten, die ihr eben auf der Folie gesehen habt, die quasi diesen Polygy-Komplett-Service machen. Und die haben wir jetzt dahingehend vorbereitet, dass man die auch einzeln nutzen kann. Da ist zum Beispiel der Polygy-Podcast-Webplayer, den ich jetzt auch mit einem WordPress benutzen kann, der die aktuelle Publisher Beta hat den zum Beispiel integriert. Das erlaubt uns dann auch über das Embedding einen besseren Support für die Nutzung eigener Webseiten. Also wir bieten auch eine Webseite zum Podcast an, die muss man aber nicht nutzen. Man kann auch einfach nur den Player einbetten und unser CDN nutzen. Weiterhin für ja, die professionellere Nutzung haben wir eine API seit kurzem. Da hoffen wir, dass da tatsächlich auch Podcasting-Plugins wie der Publisher oder vielleicht sogar Ultraschall da direkt die Daten zu uns pumpen können. Und was wir in nächster Zeit ausrollen werden, ist, dass wir unser Podcast-CDN nicht nur für die Podcasts, die bei uns gehostet sind, anbieten wollen, sondern auch für ja jeden Podcaster. Und theoretisch sollte das Ganze mit jedem Podcast-Plugin funktionieren und würde damit aber auch unser Statistik-Modul mitliefern. Damit kommen wir zum Hauptthema, den Transkripten, in Klammern automatisch. Wie ihr von Georg ja eben schon gehört habt, extrem großes Thema. Ich bin auch sehr dankbar, dass er den Teil übernommen hat, das zu erklären, warum man das braucht.
Wir waren sehr froh, als ich auf Twitter gelesen habe, dass sie das jetzt anbieten, und wir haben uns direkt zusammengeschlossen und gesagt, ja, wollen wir auf jeden Fall einbauen. Wie gesagt, wir verwenden auch Phonic schon seit wir damit angefangen haben, Polygy zu bauen. So war es für uns relativ einfach. Wir haben trotzdem eine Menge Arbeit reingesteckt im letzten Monat, weil wir uns die Ziele gesetzt haben, einerseits eine nahtlose Integration in unseren schon vorhandenen Publishing-Workflow reinzubringen. Zweites Ziel ist, dass man keine zusätzlichen Accounts braucht. Man braucht einen Polygy-Account, das war's. Kein Phonic-Account, kein Google Cloud, keine zusätzlichen Kosten im Hintergrund. Das schwingt da natürlich mit. Drittens wollen wir einen Transkripteditor haben, weil automatische Transkripte sind nicht perfekt und müssen korrigiert werden. Außerdem gibt es natürlich auch immer noch manuelle, professionelle Transkription, die der automatischen auch eine ganze Weile noch überlegen bleiben wird. Und die wollen wir natürlich auch unterstützen. Und dann natürlich der größte Punkt, wir wollen durchsuchbare Transkripte im Webplayer und auf den Webseiten haben. Dazu eine kleine Demo auf einem Beta-System, also Topfschlagen im Minenfeld. Darum, falls irgendwas explodieren sollte, bitte nicht hauen. Ich habe die gleichen Beispiele, die Georg eben auch schon vorgestellt, hier einmal in unser Webplayer. Da haben wir einmal die Standard-Metadaten wie Kapitelmarken, mit denen ich hier im Player hin und her springen kann, Downloads, die Beschreibung, kann das Ganze teilen, auch über einen Embed-Link auf beliebigen Seiten und zu guter Letzt das Transkript. Ja, wenn ich das hier mal abspiele, dann sieht man das scrollt quasi live mit dem Fürstentum, das einen automatischen Austausch von Kontodaten privater Anleger vorsieht. Unter anderem wird. Aber ich kann auch zum Beispiel jetzt hier durchgehen und einfach auf einen irgendwo reinklicken und er springt dann einfach dahin. Vielleicht forderte sie eine Eindämmung der illegalen Migration. Um das noch ein bisschen besser deutlich zu machen, weil der Audioschnipsel einfach länger ist, ist hier auch das Marvel-Beispiel. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel auch in diesem Transkript direkt suchen und zu den einzelnen Punkten hinspringen und die auch sagen, ja, ich will jetzt hier mal anfangen zu spielen. All right, that weak ass analogy aside, und dann passiert im Endeffekt das gleiche wie eben. We'll be covering the Marvel Netflix TV shows exclusively, starting with an in-depth episode review. Ist aktuell auch alles noch Beta, leider. Da wird sich an der Darstellung definitiv noch ein bisschen was tun und auch die Einbindung in die Webseiten ist noch nicht komplett fertig, weil dafür natürlich auch eine Suche vonnöten ist und die wollen wir natürlich auch in gewohnter Qualität anbieten. Wo wir schon ein bisschen weiter sind, ist der Transkript-Editor. Den sieht man hier. Das ist im Moment auch noch, ja, Prototyp ist fast noch untertrieben. Hier ist es aber schon möglich, wie im Webplayer auch. Ich kann hier in die verschiedenen Teile reinspringen, dann springt es auch hier unten in der Waveform mit. Kann aber auch in der Waveform rumklicken. Hab, wie man unten am Rand sieht, auch eine Tastaturbedienung. Man sieht hier in der Seitenleiste auch, dass dann man da anzeigt, wo man gerade in diesem aktuellen Schnipsel sich befindet. Ich kann auch in so einen Schnipsel reinspringen und nur den abspielen. Und kann natürlich, jetzt muss ich kurz mein Beispiel finden, genau, den Text editieren, bei uns abspeichern und das Ganze wird live im Webplayer dann beim nächsten Reload aktualisiert. Ja, noch so ein paar kleine Goodies. Ich kann natürlich im Audio hin und her springen mit Tastatur, kann die Geschwindigkeit erhöhen oder erniedrigen, wenn ich halt ja, schneller mitschreiben will. Genau, das ist das einfache Beispiel mit einem Single-Track. Natürlich gibt es da auch das Multitrack-Beispiel. Einziger Unterschied hier ist, dass wir hier noch eine Sprecherzuweisung haben. Die passiert jetzt natürlich, wenn wir Multitrack machen, schon automatisch. Wenn das aber irgendwann mal schiefgegangen ist, kann man das natürlich hier noch nachbearbeiten. Oder wenn man Single-Track aufnimmt, kann man die Sprecher hier auch selbst zuweisen. Ansonsten gleiches Prinzip. Ich kann mein Transkript hier bearbeiten. Aktuell nicht, ist aber ein guter Punkt, auf jeden Fall. Genau, das war eine erstaunlich reibungslose Demo. Also wir haben wirklich im letzten Monat, also der Editor ist mit extrem heißer Nadel gestrickt, das ganze Backend mit Auphonic-Reden und so weiter ist schon extrem ausgereift. Aber wir haben auf jeden Fall noch eine Menge zu tun. Darum hier ein kurzer Ausblick. Was wir nächste Woche machen werden, ist, das an einige unserer Kunden
rausgeben, dass die das testen und da mal ihr Audio dagegen werfen und gucken, was hängen bleibt. Außerdem, was wir aktuell noch nicht unterstützen, ist tatsächlich auch Phonic Multitrack. Das werden wir auch in nächster Zeit nachrüsten, weil das für den Anwendungszweck natürlich optimal ist. Transkripte durchsuchbar im Blog, habe ich auch schon erwähnt. Einerseits natürlich in der Episode, aber auch über den kompletten Podcast. Und vielleicht, je nachdem, wie da der Bedarf ist, auch ja für Podigy selbst eine API anzubieten, dass externe Anbieter komplett Podigy durchsuchen können. Nächster Punkt ist für den Editor ein großer Meilenstein. Ich habe das jetzt hier mal Crowd Correction in Ermangelung eines besseren Wortes genannt, dass ich auf der Podcast-Webseite im Player vielleicht sagen kann, oh, mir ist da ein Fehler aufgefallen, ich korrigiere den mal und schlage dem Podcaster vor. Oder, oh, da gibt's da gar kein Transkript für, der wollte wahrscheinlich das Geld dafür nicht ausgeben, das zu machen. Ich mache das jetzt einfach mal. Wie das dann ankommt, werden wir sehen, aber der Community-Aspekt gerade so im deutschen Podcasting-Bereich ist da ja bekannt dafür, dass da so extrem eifrige Menschen sich daran beteiligen, Podcasts besser zu machen. Und was wir natürlich auch nicht vergessen, was ich auch schon gesagt habe, ein Ziel des Editors ist, dass wir auch professionelle Transkript-Workflows unterstützen wollen, sprich Transkripte, die von, ich habe mir das Wort aufgeschrieben, Phonotypisten erstellt werden und Phonotypistinnen, dass man die in seinen Podcast-Publishing-Workflow einbinden kann. Wir haben aktuell schon, dass man mit mehreren Leuten an einer Podcast-Publikation arbeiten kann. Und da wollen wir jetzt auch die Phonotypisten reinbringen, dass die da einfach sich das Audio rausholen können, ihre Texte abliefern können, Korrekturen machen können. Und natürlich damit der Upload von verschiedenen Transkriptionsformaten, die Georg eben auch schon erwähnt hat, SRT, WebVTT und halt auch normaler Text. Was zum Beispiel auch noch wäre, man könnte da auch super ein PDF draus machen aus diesem ganzen Transkript und irgendwie als Handout. Tim macht das ja mit dem Forschergeist sehr schön zum Beispiel. Das sind alles Sachen, die da möglich werden durch dieses Transkript-Theban, was nochmal so eine komplette, einen kompletten Zoo von neuen Möglichkeiten aufmacht. Damit bin auch ich am Ende. danke. Dim-dim. Das sieht sehr, sehr vielversprechend aus, ihr zwei. Sehr cool. Wir liegen ein bisschen knapp in der Zeit, aber vielleicht ein oder zwei Fragen aus dem Plenum. Also wir haben, soweit ich gesehen habe, auch später nochmal in dem Workshop, denke ich, die Gelegenheit, ja, da nochmal. Mir ist gerade eine ganz doofe Idee gekommen vielleicht. Also ich dachte mir, okay, das ist jetzt cool, man hat das Audio und dann hat man den Text. Aber wenn ich die Transkription schon im Editor hätte und ich quasi dann, wenn ich im Text editiere und somit das Audio bearbeiten könnte, das ist ja eine coole Sache, oder? Das kommt dann in der nächsten Version. Da will ich aber deine Stimme abgeben. Da kann man Stimmen kaufen. So, dann hier vorne. Also an sowas denkt ihr nicht im Moment, oder? Jetzt ja. Bei Multitrack-Aufnahmen wird dann jede einzelne Spur an den Transkriptgenerator geschickt, also Google oder WIT oder nur das Endstück. Du meinst, ob es quasi bei drei Spuren die dreifache, genau, Länge anfällt? Nein, wird nicht. Also es wird segmentiert gleich wie bei Singletrack auch. Aber wenn ich halt jetzt weiß, jetzt spricht nur der, dann nehme ich natürlich das Audio nur von dieser Spur. Das heißt, es kann sein, dass die Länge ein bisschen länger wird, weil teilweise reden sie ja natürlich auch überlappend. Genau das, man. Aber es ist jetzt nicht dreifach die Länge, wenn du drei Spuren hast. Das ist best of both worlds. Genau. Also es ist auf jeden Fall auch ein Thema für den Editor nachher. Was mache ich mit Übersprechen? Wie handle ich das im Editor? Wie gesagt, es gibt später noch einen Workshop. Wenn es weitere Fragen gibt, dann sage ich mal danke. Okay, prima. Vielen Dank nochmal.